Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Ich sitze heute mit Klaus zusammen. Klaus ist seit, ich glaube, 10 Wochen bei mir im Coaching. Genau, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer du bist. Genau. Ja, vom Alter her könnte ich dein Vater sein, wahrscheinlich ein Großteil von deinen Klienten. Ich selber bin selbstständig und das ist, wie der Name schon sagt, selbstunständig. Und man hat eine relativ hohe Arbeitsbelastung. Und und weil ich halt überwiegend eine sitzende Tätigkeit habe, hatte ich auch ja gesundheitliche Probleme, dass ich dann halt zum Beispiel auch Übergewicht angesammelt habe. Aufmerksam geworden bin ich auf dich über Anzeigen. Da sah ich deine Bilder und sah einige Videos auch von dir. Ich hatte ehrlich gesagt ziemliche Probleme auch mit Online-Erziehung. Erstmal war ich enttäuscht. Da dachte ich mir jetzt mal so eine einfühlsame, intelligente Frau, die auch so ein bisschen differenziert darüber kommt, dann hatte ich einfach ziemliche Bedenken, wie geht sowas online überhaupt? Ne? Hattest du denn schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Also war da schon mal was oder? Ich kenne halt nur sonst so Telefonsex. Das fing früher an, als ich noch jünger war. Da zahlte man halt damals noch 40 Mark und dann lief das dann über einen Einschreibebrief, den man irgendwo hinschickt, dann in irgendein Postfach. Das ist aber uralt, ne? Und letztlich muss man sagen, es waren kurze Gespräche für 40 Mark damals, ne? Aber so schlechte Erfahrungen hatte ich jetzt nicht gemacht. Nur ich stellte es mir sehr abstrakt vor, ne? So eine Online-Beziehung. Ich hatte mir manchmal angesehen von anderen Seiten jetzt, ohne jetzt die genau nennen zu wollen, aber Lady, was weiß ich wie. Und da kam mir das alles sehr kommerziell vor. Da merkst du, dass du sollst dich in einem Chat melden, dann jeder Chat kostet, jede Nachricht, die du schickst, sind 200 Punkte, das sind dann 2 Euro und so weiter. Ne? Da wirst du dies und das sind alles so Groschengräber, aber das finde ich jetzt nicht so toll. Hatte ich nicht so abgeholt, ne? Ja, oder es gibt halt diese 0900er-Nummern, die waren eine Zeit lang sehr beliebt. Inzwischen ist das Geschäftsmodell aber nicht mehr so, weil die ja auch Begrenzungen haben. Die dürfen, glaube ich, jetzt nur noch 1/4 Stunde reden. Genau, dann kommt, glaube ich, so eine Ansage oder so, ne? Ja, eben, und damit gestoppt. Aber ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man so eine längere Beziehung hat. Jetzt sind wir schon 10 Wochen dabei. Wie unterschiedlich das sein kann, ne? Ja, eben, und das ist halt der Unterschied, weißt du, bei dir. Ich kannte so kommerzielle Studios. Ne? Ich wohne hier in einer Großstadt, die gibt es hier natürlich auch. Wobei einige jetzt auch geschlossen haben, weil irgendwie scheint es sich ja doch nicht mehr so zu lohnen wie früher. Es ist halt im Prinzip ein Rollenspiel oder so eine Art Improvisationstheater, was man da hat. Ne? Man selber tut so, als hätte die Herrin Macht über einen und die Herrin tut so, als hätte sie dann Macht, aber das ist im Prinzip wirklich nur so ein Spiel, was man gemeinsam spielt. Und danach ist wieder zu Ende. Das fand ich ganz nett, aber irgendwas fehlte doch. Ne? Und das ist halt doch bei dir ein wenig anders, weil du wirklich so ein bisschen gerne Leute kontrollierst. Und das halt auch über einen längeren Zeitraum. Ja, ich habe ja auch öfter schon in Podcasts erzählt, dass ich Improvisationstheater, wie auch immer, da kommt jemand hin, der ist dann 2, 3 oder 4 Stunden da und man hat diese Macht und Kontrolle und dann geht er wieder und dann hat man gar nichts mehr. Also selbst wenn man jemanden, also selbst dieses ganze Keuschheitskäfig-Thema, ne? Da hatte ich auch gerade jemanden im Beratungsgespräch, da hat er den Schlüssel für den Käfig an die Herrin im Studio gegeben und sollte in einer Woche wiederkommen und dann war sie gar nicht da und hatte den Schlüssel mitgenommen und hat einfach so einen Kurztrip irgendwo hingemacht. Ich glaube, es war die Türkei, ist so egal. Und sein Schlüssel war nicht da. Und er hatte sich jetzt aber irgendwie schon 2 Wochen nicht mehr gewaschen. Und rief dann bei uns an, um zu fragen, ob das denn normal wäre. Nee, das ist natürlich nicht normal. Und weißt du, das Problem ist ja auch,
Und das fand ich bei dir so schön, dass du immer wieder die Sicherheit des Klienten, Kunden oder Sklaven, ne, wie man es auch mal nennen will, im Kopf hast. Zum Beispiel, da ist ja auch das Problem mit in diesem Fall, gut, wenn die dann wiederkommt, dann, naja, das ist erstmal ärgerlich, aber es kann ja auch mal ein medizinischer Notfall sein. Und dann möchte ich nicht unbedingt so ein Keuschheitsgürtel da an dem, da verschlossen Naja, es sein. ist halt ein Kick, ne? Die Herrin hat den Schlüssel, ich habe keine Kontrolle mehr. Aber dieser Kick, ja, kann halt sehr, sehr schlimme Folgen haben. Banales Beispiel: Ich habe einen Klienten, da darf ich jetzt drüber erzählen, er hat es mir erlaubt. Der ist Golfspieler, trägt ein KG, ist von mir verschlossen, trägt aber den Schlüssel immer mit sich. Und er hat es geschafft beim Golfspielen. Fragt mich nicht, wie er das geschafft hat, sich den Schläger an den KG zu knallen. Der KG war komplett kaputt. Und ja, musste den KG jetzt ablegen und es gab auch Einschneidungen, weil das dann natürlich scharf ist, ne? So. Und ja, es war gut, dass er in dem Moment den Schlüssel parat hatte und ich ihm direkt sagen konnte, ja, schließ auf und guck, was passiert ist, ne? Wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich in die Notaufnahme fahren müssen. Und das sind natürlich so Sachen, es rechnet keine Sau damit, dass der ist ganz gut unterwegs mit seinem Golf da, ne? Also er kann Golf spielen, ist nicht völlig bedattert, aber an dem Tag war er so durch den Wind, keine Ahnung. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der sich mit dem Golfschläger selbst da zwischen die Beine schlägt. Aber es gibt so Sachen, mit denen kann niemand rechnen, ne? Eben, und da ist es halt gut, wenn der andere den Schlüssel hat, wenigstens vielleicht in einem versiegelten Briefumschlag, einen Notfallschlüssel, den er irgendwie dann vorweisen kann, dass er sich dann schützen kann. Und weißt du, und das ist halt eben auch nochmal ein Unterschied bei dir. Manchmal denke oder habe ich so erlebt, dass so eine Domina oder Herrin denkt, sie könnte den anderen, den Kunden oder den Klienten, Sklaven schlecht behandeln. Und das ist so dieses Thema Arroganz und Dominanz, ne? Das ist halt was ganz Unterschiedliches. Und du bist halt wirklich so ein bisschen auf Augenhöhe gewesen, ne? Ich konnte dir mal erzählen, was ist, und ich hatte jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck, dass ich dir irgendwie was vorspielen muss. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man eine Augenhöhe miteinander hat, ne? Weil wenn du das nicht hast und es gibt irgendein Problem, das kann ja auch was ganz Marginales sein, ne? Oder was ganz Wichtiges. Blödes Beispiel: Die Katze ist gerade gestorben und der Klient kommt und du bist nur auf dieser Ebene von er ist nichts und du bist die Göttin, ja, also extremes Machtgefälle und er kann jetzt nicht sagen: Mir geht's schlecht, meine Katze ist gerade gestorben, die mich 15 Jahre lang begleitet hat. Mir ist gerade überhaupt nicht nach Sexualität, ich habe ganz andere Themen. Und wenn man es dann nicht schafft, diesen Switch herzustellen, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und eine Lösung zu finden, okay, wir verlegen jetzt die Session oder wir reden jetzt über die Katze. Ne? Also ich finde, als Domina hat man auch die Aufgabe, dass man für den Klienten da ist und Verantwortung übernimmt, sowohl körperlich als auch mental, als auch sozial. Ne? Und das ist halt auch so schade, weil ich möchte ja eine intensive und schöne Beziehung mit dem Klienten haben. Und dazu gehört halt auch, dass man mal von seinem Treppchen runterkommt und auf Augenhöhe mit jemandem spricht. Kann ja auch sein, dass ich selber mal irgendein Problem habe, ne? Und das ist halt irgendwo bei dir anders. Und da merkt man halt auch, dass du eine Therapieausbildung hast. Ne? Und nicht nur einfach jetzt so Domina machst, sondern auch halt die Therapieausbildung hast, auch in Sexualtherapie oder Paartherapie. Und das merkt man ja auch in deinen anderen Sachen dabei. Und das fand ich halt auch hilfreich, auch bei meinem anderen Thema, was ich habe, mit meiner Arbeitsstörung, weil ich arbeite wirklich zu viel. Ja, und da leidet dann auch die Gesundheit und auch die Sozialkontakte drunter. Und dann hast du, ja, das Körpergewicht war auch nochmal so ein Thema. Und da muss ich sagen, hast du sehr viele Möglichkeiten, auch zu der Kontrolle, ne? Du hast eine Kamera, die man relativ günstig besorgen sich kann. Da kannst du das kontrollieren. Du hast eine App, mit der eine Übertragung möglich ist. Das heißt, du siehst, was ist der? Ne? Wie viel Kilogramm hat er drauf? Was hat er tagsüber gegessen? Da fand ich zum Beispiel auch hilfreich dein Hinweis, dass du mir gesagt hast, du Klaus, iss nicht zu, halte dich an deine Vorgaben.
fang jetzt hier nicht an Kalorien zu sparen, weil dann kommt irgendwann der Heißhunger und die Essattacke und das kann es auch nicht sein, ne? Und dann daran scheitern ja oft die Diäten oder man kommt dann plötzlich, weil der Körper so einen Hungerstoffwechsel macht, dass man dann plötzlich in den Jojo-Effekt reinkommt. Ja, Abnehmen an sich ist nicht schwer, ne? Wenn man halt weiß, welche Bedingungen man erfüllen muss. Und da ist halt auch wichtig zu sehen, dass diese Bedingungen für jeden Menschen anders sein müssen, ne? Und dann funktioniert das auch, ne? Also du bist, Klaus, du bist da ja ein lebendes Beispiel für, dass das sehr gut funktionieren kann. Gut, ganz früh habe ich mal 150 Kilo gewogen, das darf man ja auch nicht laut sagen. Aber ich hatte jetzt zuletzt 130 und es geht jetzt schrittweise runter durch die Diät und jetzt sind es 17 Kilo weniger und wir waren heute bei 113 Kilogramm. Also bei uns, wo wir gestartet hatten, hatte ich mal 130 Kilo und es sind jetzt 17 Kilo weniger und das ist schon ein ganz toller Erfolg, finde ich, ne? Das ist ein Mega-Erfolg, das freut mich auch jeden Tag. Und das durch eigentlich ja kleine Maßnahmen ist das falsche Wort, aber durch ja kleine Inputs, ne? Ja, aber weißt du, ganz ehrlich gesagt, da denke ich mir, du machst das komplizierter, als man denkt. Das wirkt auf den ersten Blick alles so leicht, ne? Und locker und entspannt. Ist es aber nicht. Denn du hast ja auch so Sachen wie ne, diesen Grundsatz, vor der Erziehung kommt die Beziehung. Und du baust halt eine Beziehung auch zu mir. Und die hast du halt aufgebaut. Und damit, weiß ich, kann mich natürlich auch selber auf den Arm nehmen oder irgendwas angeben, was aber nicht stimmt, ne? Aber das tue ich nicht. Wir haben Beziehungen zueinander und ich weiß auch, dass du nie was machen würdest, was mir schadet. Es gibt ja auch so Gemeinheiten wie Feeding oder so. Sowas würdest du nie machen. Du wirst nie einen Klienten irgendwie in eine Gesundheitsgefährdung reinbringen. Und das finde ich halt schön, ne? Weißt du, du spulst kein Standardprogramm ab für jeden, ne? Sondern jeder bekommt sein individuelles Programm, ne? Und wir hatten gestartet mit BDSM und stellten aber schnell fest, bei gewissen Aufgaben, das ist eigentlich nicht das, was ich brauche. Da dachte ich auch an ein Video von dir, da sagtest du mal, der Sklave weiß eigentlich gar nicht, was er braucht. Ne, der hat irgendein Bedürfnis, hat vielleicht eine Vorstellung, aber eigentlich, was er braucht, aber eigentlich braucht er was ganz anderes. Ne? Und da bist du dabei, ne? Genauso wie ich hatte jetzt gesehen, dieses mit dem Sissi, da hattest du vor kurzem, das fand ich so mit Chiara, wo du dann auf die individuell eingegangen bist, ne? Und bei mir ist es was ganz anderes, ne? Ja, es ist bei jedem Menschen was anderes, weil jeder halt individuell ist. Und das ist halt auch in der Erziehung, ne? Also es gibt oft in der Feminisierung, dass eine Sissy ins Studio geht und sie möchte, das ist jetzt ein Beispiel, sie möchte schön aussehen und bewundert werden. Eigentlich so aussehen, dass man nicht mehr sieht, dass es ein Mann ist. Und die Domina kennt diesen Typus Sissy aber nicht. Ne, sondern die kennt halt dieses, okay, sie möchte als Schlampe gesehen werden, sie möchte erniedrigt werden. Das ist jetzt aber das absolute Gegenteil von dem, was sich dieser Mensch gerade wünscht. Und dann macht der devote Mann, die Sissy, macht das mit, weil sie ja irgendwie auch gefallen möchte. Ne, das ist ein großes Thema, der Herrin gefallen wollen. Aber es ist überhaupt nicht das, was sie sich wünscht. Ne? Und das ist halt so das, was dann sehr schade ist. Ich gehe halt immer von dem Grundsatz aus, dass wir miteinander rausfinden müssen, was du gerade brauchst. Ne? Und dann glaube ich, dass die Themen von ganz alleine aufpoppen, die dann auch wichtig sind. Ne? Ja, am Anfang hatte ich den Fehler gemacht, weißt du, da hatte ich eine Aufgabe zu einem speziellen Video zu onanieren und was so ein bisschen demütigend ist. Und dann merkte ich plötzlich bei der Aufgabe, du, das ist nicht das, was ich eigentlich brauche. Und das fand ich am Anfang so ein bisschen peinlich, weil genau diese Aufgabe hatte ich ja vorgeschlagen dir. Und dann hatte ich jetzt ein Problem. Und dann muss ich sagen, hatte ich einfach das, ja. Hab da was durchgezogen, was ich nicht wollte, ne? Und da muss ich sagen, war es besser, dass wir miteinander, ja, da hätte ich eigentlich vorher sagen müssen, stopp, hier, du, läuft nicht.
red mal mit der Penelope, das läuft nicht so, wie du dir das vorstellst, ne? Und du fühlst dich schlecht bei der Aufgabe. Ja, das ist diese Fähigkeit. Das ist aber auch normal, dass es diesen Prozess gibt, ne? Also wenn wir uns so Sicherheitssysteme angucken, im BDSM, ne, dann gibt es ja zum Beispiel das SSC, also das Safe, Sane, Consensual, sicherheitsbewusst mit gesundem Menschenverstand und einvernehmlich. Und das ist immer so leicht dahergesagt, ne? Da gehen zwei erwachsene Menschen, gehen dieser Sache ein, die haben da eine Ampel, also Sicherheitssystem, grün für alles okay, orange ist es auf der Kippe und rot für Stopp. Aber oftmals ist so bei dem Sklaven, der gerade anfängt, dass der etwas macht, was ihm nicht gut tut, ne? Und eigentlich rot sagen müsste. Er kann es aber nicht, weil Aufgabe vorgeschlagen, er möchte gefallen, was auch immer. Und dann ist es halt plötzlich nicht mehr einvernehmlich, ne? Weil eigentlich geht es ja jetzt über deine Grenze. Und das ist halt so ein Punkt, über den wird nur selten gesprochen, ne? Der aber in jeder BDSM-Beziehung passiert, auch ganz normal ist, ne? Mitunter schicke ich die Leute auch da rein, weil ich ja möchte, wenn ich mit jemandem irgendwann mal in der Realerziehung bin oder den in eine Partnerin schicke oder wir machen irgendwas anderes weiter, dann möchte ich ja, dass du die Kompetenz hast, Stopp zu sagen, Rot zu sagen, weil sonst bin ich ja am Arsch, ne? Sonst kann ich mich auf gar nichts verlassen. Das ist ja dann auch was du nachher gelernt hast, ne? Dass wir dann nachher darüber gesprochen haben, über die Aufgabe, und du hast gesagt, das war eigentlich nichts. Ich habe gesagt, okay, warum sagst du denn nichts? Und dann kam so ein Erkennen von, okay, ja, da war eine Grenze, das war nicht gut für mich. Und danach war es ja dann auch so, dass das, ich glaube, es ist nicht mehr vorgekommen. Nee, dann ist es nicht mehr vorgekommen. Danach hatte ich das dann auch gelernt und dass ich einfach dann Stopp sage. Ne? Ja. By the way, eine Fähigkeit, die im Alltag, also deswegen sage ich immer, dass ich bin ja auch als Business Domina unterwegs, also mache Business Coaching. Und wenn ich einen Vortrag halte oder ein Seminar, dann sagen die Leute ganz oft, oh, jetzt kommt hier noch die Domina, die XYZ-te Business Coach Frau, die uns irgendwie was erzählen will, wie wir unseren Job machen, und lachen sich kaputt, was soll denn BDSM mit Business zu tun haben? Aber ganz ehrlich, wie oft haben wir einen Mitarbeiter oder selber sind wir in der Position, auch als Selbstständiger, dass wir permanent über unsere Grenzen gehen? Und das sind Sachen, die lernst du im BDSM, weil eine gute Domina erklärt dir das, du hast die Erfahrung gemacht und du stellst im Alltag auch fest, zum Beispiel wie bei dir jetzt bei der Arbeit, ne? Oh fuck, ich habe das ja die ganze Zeit. Shit, ich gehe da ständig über meine Grenzen. So, was vorher vielleicht gar nicht so klar war. Weißt du, was ich meine? Genau, und das ist halt, gerade wenn du da so selbstständig bist, das ist immer, du hast immer auf so einen Verarmungswahn manchmal und du hast nicht diese Sicherheit wie jemand, der im öffentlichen Dienst ist zum Beispiel, ne? Und das ist halt, weißt du, und das ist auch nicht damit getan hier, du, das ist jetzt die Ampel und dann ist gut, ne? Der muss die auch anwenden können, der Sklave und der Klient. Und das ist das Problem, ne? Und er muss auch merken, wo ist jetzt meine Grenze? Und vor allem im Vorfeld und nicht erst dann, wenn er im roten Bereich ist, ne? Ja, genau. Und das ist etwas, was man zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, dass man Menschen über BDSM auch beibringen kann. Weil diese Selbsterfahrung ist für viele viel hilfreicher, verständlicher, nachvollziehbar, als dieses, wenn man ihnen das einfach nur sagt. Ne? Dann ist oft ja. Aber wenn sie dann selbst mal die Erfahrung gemacht haben und in diesem Dilemma saßen, ne? Es ist plötzlich was ganz anderes. Also ich habe schon Leute gehabt, die kamen zu mir als Sklave und die sind in den 8 Wochen dreimal befördert worden, weil sie halt Sachen gelernt haben, die sie vorher nicht konnten und dass plötzlich die ganze Umwelt gesehen hat, die jetzt total krasse Manager, Führungskraft sind. Und die gucken mich dann irgendwann an so und sagten, ja, wir machen auf jeden Fall weiter, funktioniert ja super. Wieso ist das jetzt so? Und ich so, ja, du hast Sachen gelernt, die du halt fürs Business auch brauchst. Ja, und das ist halt, weißt du, da merkt man halt auch deine Therapieausbildung und dass du eigentlich sehr breit aufgestellt bist und auch Business Coaching anbietest und auch eine Paartherapie und Sexualtherapie und dass BDSM nur ein Aspekt ist, ne? Und ich merke auch bei dir, klar, du brauchst dein Honorar und so, ne? Das ist halt fest ausgemacht und das finde ich auch irgendwo nachvollziehbar, aber man. Es gibt manchmal so Dominas, das merkst du im Online-Bereich, denen geht es wirklich nur ums Geld.
Und das erlebe ich bei dir nicht so, ne? Sondern mir ist schon, ich merke schon, du lieferst eine vernünftige Qualität auch ab. Also ich bin danach anschließend zufrieden. Und das ist so ein bisschen bei diesen Studiobesuchen, da hatte ich danach immer so eine gewisse Traurigkeit. Ne? Im Studio ging es, aber danach so eine Traurigkeit, dass ich mir immer sagte, ach, die macht das hier eigentlich nur wegen dem Geld oder so. Und das war ist bei dir nicht so der Fall. Nee, das ist mir, also ja, wir müssen davon leben können. Ich muss davon leben können. Andere, meine Schwester hat 4 Kinder, ne? Die muss auf jeden Fall davon leben können. So, das ist auch wichtig. Und ich kann hier nicht der kostenlose Ratgeber für die ganze Welt sein. Aber als Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Klienten, der hat halt einen Bandscheibenvorfall und deswegen muss eine Session ausfallen, eine Realerziehung. Und da wäre der total traurig, logischerweise. Und den treffe ich jetzt am Wochenende abends zum Abendessen und ich nehme da gar nichts für, weil mir es einfach wichtig ist, dass ich da bin, dass ich bin sowieso gerade in der Nähe, 30 Minuten von ihm entfernt, weil ich was in der Nähe zu tun habe. Und dann fahre ich da halt hin und esse mit ihm Abendessen und danach fahre ich in mein Hotel und das kostet mich jetzt maximal Zeit, aber mir geht es jetzt halt auch da einfach darum, der ist schon ganz, ganz lange bei mir Klient und ich habe den total gerne, dass wir dann eine schöne gemeinsame Zeit haben und dass wir jetzt einfach diese Scheißsituation mit dem Bandscheibenvorfall überstehen. Ne? Und das ist halt was, das würde wahrscheinlich eine Kollegin, der es nur ums Geld geht, ja nicht so machen. Ja, und das ist halt wirklich immer noch dieser Kanal auf Augenhöhe. Und das ist mehr Augenhöhe als so, ne? Das ist wirklich so Dominanz und keine Arroganz dabei, ne? Und das fand ich hilfreich, ne? Und ich fand es auch interessant, ne? Dass es eigentlich schon klar kam, wir machen weiter, ne, nach diesen 8 Wochen. Der Wunsch kam bei dir ja sehr früh auf, ne? Ja, eben, aber ich merkte, es tat mir gut, ne? Und du merkst, ich merke es ja auch an der Waage, weißt du, da hast du ja so einen objektiven Messwert, ne? Dass es runtergeht. Und das ist eigentlich immer so ein Zeichen auch bei mir, es geht mir gut, wenn das Gewicht sich normalisiert. Ne? Ja, das heißt, Und das Ziel hat sich bei dir ganz schnell, was heißt ganz schnell, das hat ja schon Zeit gedauert, hat sich verändert von Ausleben der Fantasien zu, okay, es gibt aber gerade viele Dinge in meinem Leben, die wichtiger sind als das und die mir mehr gut tun. genau, also Fantasien habe ich jede Menge, da habe ich ja auch viele von erzählt, ne? Nur es geht ja um, sind eigentlich jetzt andere Ziele wichtiger, ne? Und ich denke mal, dass die anderen, das ist diese Fantasien, die erotischen, die kommen irgendwann wieder, ne? Wenn die anderen Ziele so in den Hintergrund treten, ne? Aber es geht vor allem dass man schaut, was braucht man jetzt im Moment, ne? Ja, der Fokus ist halt gerade woanders. Und das ist ja auch okay, ne? Und das ist halt immer, das finde ich, wie gesagt, bei dir so toll, dass du ja immer schaust, hier, was braucht ihr jetzt im Moment, ne? Und da sehr flexibel bist und dich dann einstellst. Ich glaube auch, dass ganz viele Leute bei dir verlängern, ne? Und das spricht ja auch für deine Qualität. Ja, also viele Leute verlängern, ja. Das Prinzip ist eigentlich so, dass fast jeder sagt, er möchte verlängern. Das ist jetzt, die Themengebiete sind dann sehr unterschiedlich. Das ist, jemand möchte den Körperorgasmus erlernen, der ist halt nicht Teil des Ausbildungsprogramms, weil der halt länger dauert als die 8 Wochen. Der nächste bleibt wegen dem Übergewicht, der wieder andere, also zum Beispiel Chiara ist geblieben, weil sie das weiter ausleben möchte, was gerade ist. Zur Realerziehung kombiniert. Das ist im Endeffekt, Business Coaching ist so oft, dass die Leute die Erfahrung machen, hey, ich kann das hier mit in den Job nehmen. Es gibt so Prinzipien, die ähnlich sind. Genau, Paare bleiben, verlängern auch öfter, weil sie halt so, es hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, ne? Wenn man jemanden hat, dem man alles von sich erzählen kann, wo man keine Angst haben muss, dass der das irgendwie bewertet oder einen fertig macht. Wo man ganz schnell
eine Antwort bekommt, wenn es Probleme gibt. Das gibt einem ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit. Und das loszulassen, ist gar nicht so leicht, glaube ich. Ja, eben, und das ist es halt bei dir, weil du, man kann dir sagen im Prinzip, was man denkt, und du nimmst es auch an, ne? Und ich meine, wir haben ja keine kriminellen Handlungen oder irgendwas in diese Richtung, sondern du nimmst es an, wie es ist, und schaust, was man daraus machen kann. Das wäre zum Beispiel auch, was bei mir überhaupt nicht gehen würde, wäre so etwas wie Blackmail, also so eine Art Erpressung, dass du dann wirklich gewisse Daten gibst von Vorgesetzten oder Bekannten oder Freunden oder Partnern, die dich und dich dann bloßstellt oder so. Und wenn du dann, je nachdem, jemanden auf der Gegenseite hast, der das ausnutzt und brutal ist oder so, wird das schon relativ unangenehm, und dann hat das nichts mehr mit Erotik zu tun, sondern nur noch mit purer Angst, ne? Und dann, sowas könnte ich mir zum Beispiel nie vorstellen, und so etwas würdest du auch nie machen, das Ja, weiß ich auch. weil ich das einfach moralisch verwerflich finde. Dasselbe ist mit Homewrecking, also die Beziehung von jemandem zerstören. Da kommt ein Mann oder eine Frau, gibt beide Seiten zu mir, schreibt eine E-Mail, was auch immer. Ich möchte gerne, dass du meine Beziehung zerstörst. Wie viel kostet das, wenn du meiner Partnerin sagst, was für eine dreckige Sau ich bin? Und dann schreibe ich gerne zurück, das kostet gar nichts, weil das werde ich niemals tun, weil BDSM beruht auf Einvernehmlichkeit. Das ist das Fundament. Und dein Partner hat sich nicht dazu einvernehmlich erklärt, mit mir gesprochen, dass ich eure Beziehung zerstören soll, sondern der leidet darunter. Und sorry, aber da mache ich nicht mit. Das geht gar nicht. Eben, und solche Angebote werden dann, ich meine, die mögen im Kopfkino vielleicht erotisch sein, ne? Aber das geht gar nicht in der Realität, ne? Was man machen kann, ist, dass man Hypnosen, Hörspiele, Sexgeschichten, dass man das im Kopfkino macht. Ja, okay. Aber das Ausleben, never ever. Ne? Und das ist halt auch was, das ist halt dieses, eine Kollegin von mir hat mal so schön gesagt, wir haben als Domina auch immer eine moralisch-ethische Verpflichtung. Und wir müssen moralisch-ethisch verpflichtender sein als der Klient. Wir müssen immer einen Schritt weiter sein. Und da hat sie recht. Ne? Wenn ich sowas anfange, dann wird das wahrscheinlich noch krasser enden und in eine Bahn laufen, die ihr vielleicht gar nicht wollte. Ja, und das stelle ich mir, wie gesagt, da bist du aber einzigartig, weil ich glaube, das ist nicht der Standardfall oder im Bereich Dominanz, ne? Dass jemand so einen ethischen Maßstab dann hat, ne? Im Übrigen kann ich dir noch sagen, mit den Anweisungen, und die habe ich schon befolgt, ne? Zum Beispiel hatte ich relativ schnell die Anweisung bekommen, ich darf nicht onanieren, ohne deine klare Anweisung, und da halte ich mich auch seit 10 Wochen dran. Genauso wie die Anweisungen mit dem Essen eintragen, auf bestimmte Nährwerte achten und so weiter und so fort, ne? Das sind ja alles so Sachen. Also ich finde, man kann halt Dominanz auch mit einer erheblichen Steigerung des Lebensgefühls verbinden. Also man kann, ich habe ja eine große Macht, ne? Und ich kann diese Macht halt ja, lenken, dass der Klient nachher da rausgeht und es ihm deutlich besser geht. Ne? So, und wir dann auch Dinge umsetzen können, die vielleicht vorher unmöglich gewesen wären. Und das ist halt wirklich dieses schrittweise Anpassen an den Klienten, ne? Und du musst dann auch erstmal verstehen, den Klienten verstehen können, ne? Und das machen auch nicht alle, die ein Standardprogramm abspulen, ne? Ja. Wann war dir das denn bewusst, dass das kein Standardprogramm ist? Also war das schon, du hast die Videos geguckt, nicht die Podcasts oder eher die Podcasts gehört? Zum Teil überlappen die sich ja bei dir, ne? Also Ja. das Video und der Podcast erscheinen so parallel, ne? So richtig klar wurde es mir eigentlich erst, wo wir selber in Kontakt waren. Wo du Mhm, dann, also wo wir schon losgelegt hatten. ja, so nach 2, 3 Terminen, wo du dann eigentlich auch gestoppt hast, ne? Und teilweise hast du mich sogar gefragt, hier, warum tust du dir das an? Warum guckst du da weiter dein Ausbildungsprogramm? Ja, und eigentlich, wie gesagt, da warst du schon weiter als ich, ne?
Obwohl es dir nicht, also um das jetzt dem Zuhörer, der nicht so drin ist, es gibt halt einen Mitgliederbereich, wo Videos drin sind. Und da werden jede Woche neue Videos freigeschaltet, die halt wichtig sind für die Erziehung oder das jeweilige Thema, was man halt gerade hat. Und bei Klaus war es halt so, dass es Sachen gab, die sehr gut gelaufen sind und Sachen gab, die halt nicht gepasst haben, nicht funktioniert haben. Muss man auch sagen, das ist im Weltbild von vielen Menschen ist dann so, dass ich bin richtig oder falsch, ne? Oder ich habe da einen Fehler gemacht oder so. Das ist bei mir nicht so. Ich bin da sehr neutral aufgestellt. Ich gucke halt nicht richtig oder falsch, Fehler oder nicht Fehler, sondern ich gucke halt, funktioniert das für den Klienten oder funktioniert das nicht? Und bei Klaus war es halt so, dass es halt Dinge funktioniert haben und super waren und Dinge nicht funktioniert haben. Woraufhin ich dann halt gesagt habe, okay, du machst die Aufgaben aus dem Kurs, aus dem Mitgliederbereich nicht weiter, weil das für den Moment nicht für dich funktionieren würde. Und das ist ja auch okay. Gebe ich dir andere Aufgaben. Klaus wollte aber trotzdem wissen, was da noch kommt. Und hat sich die Sachen dann halt angeguckt, was ich natürlich sehe. Ich gucke mir ja an, was gucken sich meine Schäfchen an, ne? Ich habe da ja schon ein Auge drüber. Und dachte dann irgendwann so, okay, interessant. Er tut sich immer wieder Dinge an, die ihm eigentlich nicht gut tun. Und dann betrauert er das. Warum eigentlich? Naja, ich bin ja auch neugierig, ne? Ja. Ja, ausprobieren. Und dann habe ich ja das große Problem, weil so viele Fantasien. Und wenn jemand am Verhungern ist, ne, dann stellt er sich ein wahnsinniges Buffet vor. Und wenn jemand eigentlich gut gesättigt ist, dann hat er noch vielleicht so ein paar kleine Ideen. Das könnte man noch machen und das. Und bei mir ist halt wirklich dieses Verhungern. Und dieses nicht ausleben können über lange Zeit, was letztlich auch vom Elternhaus her kommt. Ja, und dieses Offene war dann nicht so, ne? Und das fand ich ist, weißt du, das ist wirklich so bei dir die Beziehung halt auch zu dir, dass ich offen über alles reden kann. Ja, und schau viele. Der ein oder andere, der jetzt zuhört, der könnte jetzt auf die Idee kommen, ja, aber das ist ja total blöd, weil dann kann sich Klaus ja gar nicht ausleben und kommt nicht weiter, so, ne? Das ist halt so das Weltbild von vielen Leuten, so, ne? Und da muss man sich halt auf den Menschen einstellen, ne? Für dich war es in dem Moment halt so, dass du noch nicht an dem Punkt warst, dass das für dich gut war, ne? Und dass es da immer wieder dieses Hin und Her gab, ne? Dass es dir dann schlecht damit ging, wenn es da eine Aufgabe gab und so weiter und so fort, dass du noch nicht so weit warst. Und das ist ja auch okay, ne? Wenn man da jetzt einfach drüber arbeitet, das bringt ja nichts, ne? Das macht es ja nicht besser, das macht es ja schlimmer. Und das ist halt sowas, da würde wahrscheinlich die ein oder andere Kollegin irgendwann sagen, so, okay, da musst du jetzt jemand anderen suchen, ich habe da keinen Bock drauf, so, ne? Weil man dann halt mit seinem Latein am Ende ist. Ich kann mir das auch ganz schwierig vorstellen für die Herrin. Und weißt du, da kommt jemand mit wahnsinnig vielen Fantasien und man greift dann aus diesem bunten Topf von Fantasien und dann merkt man plötzlich, huch, das ist nichts. Und dann greift man das nächste, huch, es klappt nicht. Und dann klappt das ein paar Mal nicht. Und das kann, ich denke mir, für das Gegenüber, ne, auch für den dominanten Part, ziemlich anstrengend werden. Ja, das ist bei den Paaren, die kommen, ist das oft so, dass es dann, also wenn man ganz am Anfang ist als dominanter Part, dann braucht man ganz, ganz viele positive Erfahrungen. Ne? So. Und wenn die nicht kommen, sondern da wird nur kritisiert und auf eine Art und Weise, die nicht funktional ist und so weiter und so fort, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr. Ja. Und daran gehen Beziehungen kaputt. So, bei mir ist jetzt so, dass ich da auch durch die therapeutische Ausbildung neutral drauf gucken kann. Wie gesagt, ich gucke, was funktioniert nicht. Ja? So, ich denke nicht falsch oder richtig, sonst würde ich würd wahnsinnig werden, ja? Wenn ich die ganze Zeit Leute noch falsch oder richtig, hier wird keiner vorwärts kommen. Wird nie klappen, so. Das Schöne daran ist, und da bin ich überzeugt von, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, oder hoffentlich bald, irgendwann ist immer so weit, oder hoffentlich bald an dem Punkt bist,
dass du diese anderen Dinge, die in deinem Leben gerade in Schräglage sind, ja, ins Gleichgewicht gebracht hast, dann wird das von ganz alleine funktionieren. Ich habe einen Klienten mal betreut, das war eine ähnliche Situation wie bei dir. Das ging über ein Jahr. Der war auch selbstständig und der hatte halt extrem viel immer die ganze Zeit zu tun und kam nicht so richtig dazu, was zu machen. Immer wenn ich ihm eine Aufgabe gegeben habe, war es einfach nicht der richtige Moment. Wenn er geil war, war ich gerade in einem Termin, ne? So. Und ja, das ging dann ein ewiges Hin und Her und wir hatten dann ein paar Sachen in seinem Business in Ordnung gebracht, Mitarbeiter eingestellt. Wir hatten darüber gesprochen, Aufgaben abzugeben und diesen ganzen kleinen Radatsch. Und so nach 6, 7 Monaten gab es so einen Punkt, wo er mir geschrieben hat, ich sitze jetzt allein zu Hause und habe nichts zu tun. Alle anderen haben was zu tun, die machen das alle und ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Und dann kam aus Langeweile so eine Erregung. Und dann war das erste Mal so ein Punkt, wo wir wirklich miteinander was machen konnten. Ne? Und das war auch okay. Also Sexualität braucht halt ein Gleichgewicht. Ne? Wenn du einen total stressigen Tag hast, dann hast du keinen Bock auf Sex. Punkt. Ne? Ich komme auch, also bei mir denken die Leute auch immer hier, die professionelle Domina stellen sich sonst was vor, deswegen gucken auch alle nur die Videos 3 Minuten 30, dann haben sie abgespritzt Feierabend. Alle, die länger dranbleiben, sind interessierter. Ja, das ist ja die YouTube-Statistik, ne? So, ich muss da mal lachen, weil das so gut zu den anderen Statistiken aus den Sexualwissenschaften passt. Aber bei mir ist es doch auch ganz logischerweise so, wenn ich den ganzen Tag vor der Kamera gesessen habe und das sexy Häkchen gemacht habe, ich komme nicht nach Hause und überwältige meinen Mann und binde ihn ans Bett fest, sondern ich komme nach Hause, schmeiße die Tasche in die Ecke, schmeiße mich aufs Sofa, strecke alle Viere vor mir und sage, ich bin ein Seestern, kümmere dich um mich. So. Ja, aber das finde ich auch bei dir so schön, dass du mal lachen kannst oder auch und sogar sehr viel lachst und, ne, und dass dir irgendwie auch nicht so, ne, das merke ich so, die Leichtigkeit, die du hast, die schwappt auch so ein bisschen zu mir rüber. Wie du mit so einem kleinen Mist, ja, mit so kleinen Sachen dann umgehst und so. Und das fand ich so sehr befreiend auch. Ne, da ist keine peitschenschwingende Domina oder so, sondern jemand, der dir auch begegnet oder dem mir begegnet und der wo man auch eine Vertrauensbasis dann ist, ne? Ja, aber ich glaube, es braucht halt diese Vertrauensbasis, damit man dann die peitschenschwingende Domina sein kann. Ne? Ich habe mal eine Klientin betreut, die war auch schon, wie du eben sagst, das könnte mein Vater sein, die könnte meine Mutter sein können, also eine biologische Frau, Anfang 60, und die wollte halt unbedingt diese Devotenfantasie mit einer Frau ausleben. Ihr Mann war gerade gestorben. Aber sie hatte jetzt schon Sachen ausprobiert und hat da einfach oft sehr viele schlechte Erfahrung gemacht, ne? Also, keine Ahnung, dass ihr dann jemand, der 40 Jahre jünger war, mitten in der Session gesagt hat, nee, das passt jetzt optisch doch nicht so, oder dass man sie vergessen hat und solche Geschichten, ne? So. Und die kam jetzt und brauchte ganz lange Zeit, bis sie sich eingegroovt hatte, ne? So. Und dann gab es so einen Punkt, die sollte mir immer Bilder schicken von ihrem Essen, weil die aß viel zu wenig, ja? Seitdem ihr Mann gestorben war, hatte die 30 Kilo abgenommen und war wirklich ein Gerippe und aß viel zu wenig. Ich hatte halt gesagt, okay, gut, fangen wir an mit Bilder machen von Essen. Und das machte sie die ersten 3 Wochen sehr zuverlässig. Und nach 3 Wochen schickte sie mir plötzlich 2 Tage hintereinander kein einziges Foto, wofür ich sie dann bestraft habe. Und nachher im Feedback-Gespräch erzählte sie dann, ja, sie hat die ganze Zeit gewartet, dass ich sie endlich bestrafe, weil das Vertrauensverhältnis jetzt so gut war, dass sie auch Fehler machen konnte und das sozusagen so ein bisschen selber dahin lenken konnte, weil sie das Gefühl hatte, jetzt kann ich nichts mehr falsch machen. Und das finde ich doch total schön, wenn die Beziehung so stark ist, dass man Vertrauen darauf haben kann, dass das alles gut ist, weißt du? Das hatte sie vorher nie. Eben, weil du gerade so erzähltest mit der Müdigkeit am Abend oder so, was dann irgendwo nicht mehr dann so läuft, ne? Da hatte ich die Erfahrung gemacht, wenn ich mal mit anderen Leuten so rede, die Frauen haben manchmal einfach zu viel um die Ohren. Und dann haben die abends auch keine Lust mehr auf Sex oder so. Und der Tipp war in einem Beziehungsratgeber, hilf deiner Frau im Haushalt und dann hat die dann auch, ist sie entlastet und dann hat die auch wieder Lust auf Sex. Weil die dann einfach weitere Energien hat, ne? Ja. Und
Weil es ist halt immer ist diese Ausgewogenheit, das ist halt schon sehr wichtig und dass die Kommunikation stimmt, ne? Ja, sonst funktioniert es einfach nicht. BDSM funktioniert nicht in einer Partnerschaft, wo es viele Konflikte gibt, wo man immer wieder alte Sachen, wo man halt nicht über Konflikte hinauskommt. Da funktioniert BDSM nicht. Punkt. Das stelle ich mir nämlich auch doof vor, wenn dann, was weiß ich, der eine hat mit dem anderen Konflikte. Und versucht die dann bringt die dann ins BDSM rein. Ja. Und dann vermischen sich da zwei Ebenen, die in keiner Weise Nee, ich zusammenpassen. habe mal ein Paar betreut, da war er fremdgegangen. Und BDSM war immer so das, was ihnen beiden gut getan hat. Und dann hatte sie das rausgekriegt und er wusste aber noch nicht, dass sie das wusste. Und dann haben sie eine Session gemacht, wo sie ihn über den Bock gefesselt hat. Und dann hat sie ihm so den Hintern versohlt, dass er irgendwann gesagt hat, rot, und sie hat einfach weitergemacht. Also über Safe Word hinaus, weil sie so sauer war. Das ist natürlich alles andere als gut, aber das passiert dann, wenn man Konflikte hat und das dann so mit da reinbringt, ne? So, die hat dann den absoluten emotionalen Overkill gehabt. Deswegen sagt man auch in der Szene, du gehst nicht emotional in eine Session. Wenn du dich aufgeregt hast über, keine Ahnung, den Verkehr, deinen Telefonanbieter oder sonst was, hau lieber noch 20 Mal auf den Boxsack, als wenn du da jemanden zu sehr den Hintern verdrescht und dich irgendwie auslässt. Ja, und das ist aber, das muss man wissen, weißt du, und da brauchst du auch eine gewisse Stabilität und stabile Persönlichkeiten und Leute, die da differenziert sind. Und wenn ich dir manche Kontaktanzeigen sehe, in einschlägigen, ne, Foren oder so, dann muss ich sagen, stopp, das wird gefährlich werden. Das siehst du dann auch schon, wenn man so ein bisschen dann den Verstand Ja. einschaltet, ne? Die sogenannten Red Flags, da wollte ich auch noch mal ein Video zu aufnehmen, ja. Ja. Ja, und der andere sieht dann einfach, und da gibt es halt wirklich so Warnsignale und da muss man wirklich Acht geben. Wie war denn starker Umbruch jetzt? Wie war denn das Gespräch mit meiner Assistentin, als du dich beworben hast? Angenehmer, als ich dachte. Weißt du, weil, Das wird sie freuen. ja, weil die Maria ist ja wirklich jemand, der dann anrief und die war wirklich ganz freundlich und die fragte erstmal, hast du jetzt Zeit? Ja, und ich hatte auch Zeit, aber sie fragt halt, ne? Und sie hat praktisch so eine Art Fragenkatalog, den sie abarbeitet. So ein paar paar Sachen hatte ich ja schon vorab angegeben, ne? Aber sie ist ganz normal und das hatte nichts Dominantes oder auch nichts Peinliches oder so, sondern sie hat unheimlich viel Stress abgebaut. Und das fand ich so lustig, wie sie dann fragte einfach und ich konnte einfach antworten. Ne? Und das hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, das Gespräch, aber ich hatte mich nie unter Zeitdruck gefühlt. Ja, sie ist halt auch sehr, es ist ja meine Schule, ne? Also ist ja so, dass die Mädels schon gebrieft werden, du musst so und so sein. Und da ist halt auch diese Neutralität wichtig, ne? So, dass man da halt niemanden, also wir werten nicht über Sexualität oder über Menschen, ne? Das ist manchmal schwer. Wenn man zum Beispiel so jemanden hat, wie das mit dem Homewrecking, da nicht. Also da kommt Maria auch manchmal raus und sagt, boah, dem hätte ich jetzt am liebsten gesagt, dass er sich trennen soll. Das geht gar nicht. So, aber ich habe es nicht gesagt. So, ist nicht meine Aufgabe, das zu sagen. Ja. Ja, da ist sie einfach sie ist ein guter Eisbrecher. Nee, das merkte ich auch. Ich fühlte mich da angenommen bei ihr und die hat unheimlich viel Stress genommen. Ich dachte nämlich auch, das erste Gespräch mit dir, was muss ich da alles da? Und dann willst du ja noch gefallen und du willst ja auch nicht abgelehnt werden von der Penelope und was weiß ich, ne? Und das ist viel entspannter geworden, eigentlich von Gespräch zu Gespräch mit dir. Und die Maria hat unheimlich viel Tolles geleistet am Anfang. Denn das war wirklich so dieses. Du hast ein Gespräch, sie fragt einiges ab, aber da merkte ich mich, ich fühlte mich schon angenommen. Ne? Ich konnte erzählen, was ich dachte und das fand ich halt schon hilfreich. Ich glaube, dass das auch schon etwas ist, was vielen schon hilft, ne? Dass man das erste Mal jemandem einfach davon erzählen kann und es passiert nichts Schlimmes. Ne? Also man wird weder ausgelacht, noch angemacht, noch fertig gemacht, noch irgendwas gemacht, sondern du darfst sein, das ist okay.
Und ich glaube, viele haben so Fantasien und trauen sich nicht darüber zu reden. Und das finde ich eigentlich schade in so einer Ehe oder so, weil die leben da jahrzehntelang miteinander und tauschen ihre Fantasien nicht aus, ne? Ja, und dann sagen sie irgendwann, warum hast du mir das nie gesagt? Ich habe mal ein paar in der Beratung gehabt, dann, er wollte es nicht erzählen, wollte es nicht erzählen, wollte es nicht erzählen. Und dann war seine Frau da und das war eine richtig, also was für eine tolle Frau. Durchsetzungsfähig, vehement im Top-Management, die arbeiteten zusammen, die wusste genau, was sie wollte, die sagte ihm und er konnte es ihr nicht erzählen. Er hatte richtig Schiss. Und dann erzählte er es ihr, ja. Ich finde es halt toll, Frauenwäsche zu tragen. Und das erregt mich und sie guckt ihn an. Ja, warum hast du es nicht schon eher gesagt? Warum mussten wir jetzt hier so viel Geld ausgeben? Therapie machen, alles, damit würde ich jetzt da, dann mach das doch. Ich habe da Slips liegen, die will ich ihr wegschmeißen, dann kriegst du die jetzt. Komm, wir fangen sofort an. Er war total überfordert und total süß. Und dann war so zum Schluss des Gesprächs so, und was hast du mir noch all die Jahre nicht erzählt? Ich war Jahrzehnte zusammen. Ja, also wir teilen ja immer das Brötchen. Ja, und? Ja, also ich nehme ja immer die Unterseite, weil ich immer sage, ja, weil du mal gesagt hattest, du willst die Oberseite, du findest sie toller. Und sie guckt ihn an, wie ist mir scheißegal, weil ich sage, ich hätte aber lieber die Oberseite. Hat mir sich all die Jahre nie erzählt, welche Seite vom Brötchen welche besser möchte. Und ich saß dort, ich musste so lachen, die waren so süß. Gut, aber das geht halt nur, wenn du weißt, ich werde in der in meiner normalen Ehe oder in meiner Beziehung und Partnerschaft nicht ausgenutzt. Nur weil ich dann, und da gilt dann nicht mehr Top und Bottom oder so, ne, dass ich da Herrin und Sklave, sondern es gilt halt alles, wir sind auf Augenhöhe und wir spielen miteinander. Ne? Und wir respektieren uns beide und wir wertschätzen uns beide. Und das geht nur, wenn du das hast, ne? Ich stellte mir nämlich bislang vor, sowas in der Partnerschaft zu spielen, als ganz schwierig vor. Und durch dich habe ich auch erkannt, dass sowas zumindest bei mir jetzt theoretisch möglich ist. Ja, es ist möglich. Es ist auch möglich. Viele Männer kommen ja und sagen, meine Frau hat total entsetzt darauf reagiert, dass ich ihr das gesagt habe und so. Und sie ist total in Abwehr. Und ich sage dann immer, ja, das ist gut. Ist doch super. Und die sind dann total erschrocken. Schon, wieso ist das denn super? Und ich sage dann, das ist wie mit dem Pferd. Ich habe ja ein Pony und wir gucken gerade nach einem Seitenpony. Und mein Trainer sagt immer, wenn ein Pferd, wenn das erste Mal der Sattel draufgelegt wird, das ist ja für ein Pferd so, als wenn ein Raubtier oben auf den Rücken springt und es erlegen will. Das ist für ein Pferd eine ganz, ganz beschissene Situation, ne? Lebensbedrohlich. So. Wenn ein Pferd dann einfach nur da steht, die Luft anhält, sich ganz steif macht und gar nichts macht, dann ist das richtig beschissen. Weil dann hast du irgendwann die Situation, dass du drauf sitzt und dann geht der durch. Und das wollen wir ja nicht, ne? So. Wenn das jetzt aber beim ersten Mal Sattel auflegen so richtig durchgeht, und merkt, da liegt was auf dem Rücken. Und das macht Krach. Das schlägt da dran. Da sind Steigbügel dran. Und ich werde das nicht los. Und ich muss damit jetzt klarkommen. So, es hilft mir jetzt keiner aus der Situation raus. Ich muss mich damit beschäftigen. Dann ist das gut, weil das Pferd einmal da durchgeht. Und so ist es mit den Frauen auch. Wenn die in so eine erste Abwehrreaktion kommen und die sind ja total überfordert, ne? So. Dann ist mir das lieber, als wenn die sofort sagen, ja, machen wir alles. Ja, ist alles gut. Weil dann beschäftigen sie sich nicht damit. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist mir viel lieber, wenn die Männer kommen und sagen, meine Frau ist richtig ausgerastet, als ich ihr das erzähle. Dann sitze ich da und sage, gut, dann können wir arbeiten. So ist nicht schlimm. So ist das Pferd, wenn das Pferd da durchgeht, ne? So, und dann stehen da 10 Leute drumrum und alle halten die Luft an, weil sie Angst haben, dass das Pferd sich verletzt, aber es passiert nichts Schlimmes. Meine Aufgabe als Mensch ist dann, dem Pferd darüber hinweg zu helfen, dass es diese Panik hat. Ihm zu zeigen, pass auf, das ist ein Sattel, der wird dich nicht umbringen. Und dann funktioniert das auch in kürzester Zeit. Und das schafft eine unglaubliche Vertrauensbeziehung zwischen Reiter und Pferd. Wenn das Pferd checkt, okay, der kann mir helfen, der kann mich darüber hinausbringen, auf den kann ich mich verlassen zu 100%. Mein Pony, wir waren neulich im Gewitter, mein Pony war so süß, das hat sich hinter mich versteckt. Und war die ganze Zeit hinter mir und hat gesagt so, okay, es ist jetzt schlimm, aber du bist da. Wir werden das schaffen, oder? Und ich, ja, es ist alles gut. Wir werden nicht sterben, oder? Und ich so, es ist alles in Ordnung. Wir kamen jetzt aus der Situation nicht raus, wie mit dem Sattel. Das Gewitter war da. Ich gehe jetzt nicht ins offene Gewitter, wenn es da blitzt und so weiter. Machen wir nicht. Wir bleiben in der Halle und wir kriegen das hin. Und das ist, glaube ich, auch das, was man
in der Beziehung oder auch in der Paarberatung vermitteln muss, ne? Egal was passiert, wir sind füreinander da und wir kriegen das hin. Und das ist halt das Wichtige bei dir, ne? Mit diesem, vor der Erziehung kommt die Beziehung. Und das Vertrauen ist halt unheimlich wichtig, dass man reden kann und man wird einfach angenommen. Man nimmt den anderen an. Ich habe auch mal gelesen so eine, in der Zeitung, dass die normalen Paare miteinander nur eine Viertelstunde am Tag reden. Und das ist eigentlich in der Partnerschaft nicht viel, ne? Ja, dafür ist BDSM halt auch toll, ne? Weil du bist ja gezwungenermaßen darauf angewiesen, dass man miteinander redet, ne? Und das ist auch so, wenn die Leute über diese, es gibt so zwei, drei Punkte, wo es herausfordernd ist und schwierig und auch das Ganze in den Alltag zu integrieren, ist nicht leicht, ne? Wir haben alle einen anstrengenden Alltag, wenn man Kinder hat, Job, Hobbys und so weiter, Familie, muss man noch den Haushalt machen und so weiter. Das ist ganz normal. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Ne? So, und dann ist halt, dann kann BDSM halt auch dafür sorgen, dass die Beziehung halt besser wird. Ne? Dass man einfach ein ganz tiefes, inniges Vertrauensverhältnis miteinander hat. So nach dem Motto, ey, was wir schon alles geschafft haben, krass, dann kriegen wir das auch noch hin. Und wenn die Kinder jetzt nicht schlafen, kriegen wir auch noch hin. Und es sind so viele Kleinigkeiten, die da sind. Ne? Zum Beispiel auch bei dieser Dominanz. Und viele Sachen sind auch machbar. Ich finde zum Beispiel auch die Telefonkontrolle durchaus reizvoll. Und die da ist, ne? Dass du siehst, was macht der andere da. Und schaut er sich trotzdem Pornos an, obwohl er da ein Verbot hat und ähnliches. Ne? Und viele Sachen, die da machbar sind. Und ich, das finde ich so schön bei dir. Du hast ja mindestens genauso viele Fantasien wie ich. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Bei mir kommt ja auch noch jeden Tag dann was dazu, so, ne? Also, dass man. Ach, keine Ahnung. Gestern habe ich zum Beispiel ein Video geschickt gekriegt von einem Klienten. Das fand ich total toll. So, da war halt eine bestimmte Aufgabe und das war halt, das war genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und dann war so die erste Frage, ich lösche ja immer alle Videos montags. Und dann habe ich erstmal gefragt, darf ich das in meine private Sammlung runterladen? Freute sich der Klient ganz dolle. Und das ist halt bei dir. Und ich weiß, ich hatte auch immer sonst eine Anspannung. Ganz am Anfang, wo wir noch BDSM ein bisschen gemacht hatten, fand ich auch die Tagesaufgabe immer interessant. Ja, was kommt denn da dann? Ne? Ja. Also das ist sicherlich eine schöne Sache. Ne? Ja. Stimmt, da war ich noch in Ägypten, ne? Ja, ich erinnere mich. Mhm. Ja. Ja. Selbst da betreust, im Urlaub betreust du deine Klienten Ja, oder natürlich. deine Schäfchen. Also ich war mit meinem Mann 3 Wochen im Urlaub und nach 8 Tagen hatten wir einen richtig, richtig heftigen Konflikt. Und dann kam er abends nach Hause und ich saß heulend in der Wohnung vorm Kamin und dann guckte er mich an, nahm mich in den Arm und ich so, es tut mir leid, ich habe dich so gut. Und dann meinte er, pass auf, funktioniert, glaube ich, so nicht. Und ich dachte schon, okay, scheiße, jetzt trennt er sich. Wen kannst du jetzt anrufen? Wen könntest du jetzt den Arsch versuchen? XY. Gut, dann mach das, weil sonst bist du unertragbar. Und dann habe ich wieder gearbeitet die letzten 2 Wochen und dann war auch gut. Aber dieses 8 Tage nichts tun, das ist okay, aber so ab 8 oder ab 8. 9. Tag ist dann ist die Langeweile dann zu groß. Dafür bin ich dann zu ein kleines Hibbelchen. Da hast du natürlich auch mit einer Fernerziehung auch einen gewissen Vorteil. Das kannst du praktisch auf jedem Punkt der Erde machen, wo du eine vernünftige Internetverbindung hast, ne? Stell dir vor, ich hätte mir jetzt irgendeinen anderen Urlaubsteilnehmer suchen müssen. Und das wäre schlecht gewesen. Ja. Ja, naja. Stehst du am nächsten Tag in der Zeitung? Ja, das ist ja so das, was man sich unter Domina vorstellt, ne? Ich mach gerade einen Kurs für die Damen, die bei mir in der Domina-Ausbildung sind. Da geht es um die Domina in Film und Fernsehen. Und das wird hier oft so dargestellt, so die total krasse Blondine in Lack und Leder, die über Grenzen geht und sich einfach irgendein armes Schwein nimmt, so, keine Ahnung, der Taxifahrer, der gerade da ist, der wird jetzt einfach da ins Taxi festgebunden, der Arsch versohlt.
ausgeraubt und dann lässt man das Taxi samt Taxifahrer da stehen, bis ihn irgendjemand mal findet. Das ist natürlich nicht die Realität, ne? So. Aber so stellen sich es viele Menschen vor. Na gut, das wird ja auch getriggert so ein bisschen, weißt du, mit ich kannte mich eine Werbung, da ging es um eine Werbung für alkoholische Getränke. Da ist auch der Mann, der dann von seiner Domina angemacht wird, wo die wirklich so in Lackleder gekleidet war und wirkte wie eine Raubkatze. Oder halt eine Werbung von einem Gipsplattenhersteller, ne, wo dann auch die Domina einen armen Handwerker da Genau, massakriert. ja, das sind so die Beispiele. Oder Wolf of Wall Street, wo er da festgebunden ist und sie steckt ihm eine Kerze in den Po und dann mit Wachs und er sagt irgendwann das Safe-Word und sie macht einfach weiter. Das ist so das, was in der Popkultur halt über die Domina gedacht wird, ne? Und das ist halt der Grund, warum viele Menschen auch Angst haben, ne? Und dann die Sachen nicht ausleben. Und da versuche ich halt dagegen zu wirken. Also Angst muss man vor der Nee. nicht haben. Nee, Angst muss man wirklich nicht vor mir haben. Da hatte ich neulich eine süße Situation in der Sauna. Da saß ich in der Sauna ohne Brille und ich bin sowieso schon gesichtsblind, aber ohne Brille erst recht nichts. Und dann kam ein junger Mann zu mir und meinte, ja, also ich will Sie ja nicht stören, aber Sie sind doch Lady Penelope. Und ich so, ja, das bin ich. Oh, könnte ich nachher ein Autogramm haben? Ich so, ja, ich habe nur nichts zu schreiben dabei, jetzt so, gerade hier. Und dann habe ich ihn nicht wieder gesehen. Keine Ahnung, der war dann weg. Ja, Ja. ich dachte schon, mir gerade mit einem Edding-Stift auf die Haut schreiben. Ja, wenn man den, also ich habe jetzt, hast du ein Edding in der Sauna dabei? Ich hätte den Nee. Saunameister, den Aufgussmeister fragen können, aber der hatte maximal so einen Fächer dabei. Das war auf jeden Fall ganz süß. Vielleicht hört er ja zu und fühlt sich gegrüßt. Er war ganz lieb und hat ganz nett gefragt. Also macht er einen guten Eindruck. Kann man nicht anders sagen. Ja. Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich rot angelaufen. War ich Dann sowieso hätte dann schon nicht gewusst. durch Ja. die Sauna. Ja. Aber das ist halt irgendwo sowas selbst, du lebst das auch. Und wie gesagt, das finde ich so schön bei dir, ne? Und diese Lockerheit dann, ne? Ja. Er meinte auch noch irgendwas, sie sehen in echt noch hübscher aus als im Video. Und ich total verschwitzt rot mit dem alten Pokémon-Handtuch aus den 90ern sitze da. Und denke nur so, ja, Dankeschön. Ja. Aber Ach ja. das ist schon was Richtiges. Und das ist diese Echtheit bei dir, ne? Dass du dem wirklich trittst als Mensch gegenüber. Und es ist kein, du spielst keine Schauspielerin und das merkt man halt auch, ne? Ja, das würde auch, glaube ich, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Für mich würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Naja. Hast du denn positive Auswirkungen auf deinen Alltag bemerkt, seitdem du mit mir zusammenarbeitest, in der Also Betreuung ganz bist? konkret mit dem Gewicht, das ist runtergegangen. Das ist so ein ganz objektiver Maßstab. Dann die an manche Änderungen sind halt einfach komplizierter. Was so ein bisschen rübergeschwappt ist, ist bei mir deine Lockerheit. Auch gewisse Themen ansprechen und auch man muss nicht immer perfekt sein. Und das fand ich schon, finde ich schon sehr angenehm, ne? Ja, Und das nimmt halt auch Druck raus, ne? genau. Wenn man nicht immer perfekt sein muss. Ja, es ist auch ganz ehrlich, perfekt sein ist so langweilig. Perfekt sein macht keine lustigen Geschichten und ich bin auch alles andere als perfekt. Und manchmal, ja, also bei mir funktionieren auch viele Dinge im Alltag nicht, ne? So, das ist auch okay. Ja, und wenn ich selber mich unter Druck setze, beruhigst du mich auch. Und das fand ich so sehr nett. Und das setzt auch so, das baue ich in mir intern jetzt so ein bisschen ein, dass so, dass der innere Kritiker nicht mehr so hart wird, ne? Und das fand ich hilfreich, ne? Und du hast ja auch teilweise Buchvorschläge oder da kommen ganz lustige Ideen manchmal rüber, ne? Und auch jetzt der Idee, dass du sagst ja, du musst jetzt gar nicht so viel arbeiten, ne? Du bist auch okay, wenn du weniger Ja, arbeitest. total. Warum auch nicht? Und ja, und ich kenne es auch so, wenn du mehr arbeitest, irgendwann die Qualität wird schlechter. Und man hat dann auch keine Lust mehr. Die Leute, dann geht einem die Arbeit nur noch auf den Keks oder so. Und das ist bei dir eine ganz andere Sache, ne? Da kommt schon
diese Lockerheit überträgt sich und das ist ganz wertvoll. Und da bin ich sicher, dass wir da auch noch eine Lösung finden und ein besseres, es kommt jetzt auch noch mal ein Berater zu mir und dann, dass man weniger arbeitet und dass ich weniger arbeiten werde. Und da habe ich auch einige konkrete Ideen und bin da ganz guter Dinge, dass das auch klappen wird. Ja, das glaube ich auch. Gut. Dann die nächste Frage. Würdest du es denn wieder starten, tun? Und mir, siehst du, da kommt schon die erste Lücke wieder. Würdest du es denn wieder tun und das Coaching mit mir starten? Ja, ich hätte halt nicht mehr so lange gezögert, ne? Weil ich dachte wirklich hier online, was soll denn das? Das ist ein schöner Aufhänger für einen Podcast. Das schreibe ich mir auf. Online, Komma, was soll denn das? Weißt du, da gibt es manchmal, wenn du dann so siehst, in diesen einschlägigen Portalen, das sind dann junge Frauen, die suchen einen Geldgeber online. So ein Geldsklaven, aber da geht es ja nur ums Geld bezahlen und um keine Gegenleistung, kein Auf, ne? Wo dann die Beziehung doch sehr asymmetrisch ist. Ich glaube auch nicht, dass da viel bei rumkommt. Und das ist bei dir halt nicht der Fall, ne? Ich würde nicht mehr so lange warten. Und ich merke auch, wie intensiv das ist, von dir betreut zu werden. Und auch dieser Chat über so einen Messenger bei dir, ich kann dir eine Frage stellen oder ich kann dir erzählen, was los war, und du gehst dann darauf ein. Und das fand ich schon so. Irgendwie bist du immer dabei. Und wo wir die Telefonkontrolle hatten, dachte ich mir, da sehe ich ja das Symbol dann. Ach, die Lady Penelope begleitet mich jetzt auf allen meinen Wegen. Wie so ein Schutzengel, hat mal ein Klient gesagt. Genau. Da weiß ich, wo die weiß, wo ich bin, die weiß, was ich mache. Ja, das fand ich sehr süß, als er gesagt hat, ja, du bist mein Schutzengel. Ich kann doch meinen Schutzengel nicht verlieren. Da habe ich was geheult. Muss ich dann einen Witz erzählen, damit die Stimmung wieder hochkam? Ja, aber du hast auch engelgleiches Haar mit deinen leichten Locken und so. Ja, Das sieht schon süß das ist aus. schon niedlich, ne? Ja. Na gut, was würdest du denn anderen Männern raten, die in einer ähnlichen Situation waren wie du vor 10 Wochen oder vor 11 Wochen? Ach, eigentlich mehr Mut und mehr Offenheit und sich mehr trauen. Weil ich habe mir selber so eine Art Korsett angelegt und das kannst du nicht machen, das kannst du, was machst du denn jetzt? Und ich denke, ja, ich finde es einfach wichtig, dass man sich mehr traut und neue Wege geht. Und dein Angebot einfach annehmen. Was ich so schön fand, das ist ja erstmal das Gespräch mit der Maria. Da kann man ja schon sehr viele technische Fragen stellen, so zum Ablauf, zu Kosten und so weiter, wie was konkret ist. Und dann hatte ich, und dann gibt es ja wirklich dieses Gespräch, was wirklich eine Stunde dauert mit dir. Und dann sieht man ja schon, ne, als dein Anrufer, erstmal, da erlebe ich ja schon, komme ich mit dir klar, finden wir eine Ebene. Ja, das ist auch ganz wichtig, wenn wir keine Ebene finden. Also manchmal gibt es so Menschen, mit denen findet man einfach keine Ebene. Da matcht es einfach nicht. Und dann ist ja auch okay, wenn beide Seiten sagen, du passt für mich nicht, ne? Auf der anderen Seite ist es halt cool, wenn man jemanden hat, bei dem man sofort sagt, okay, geil, das schwingt. Und das fand ich wirklich, dieses Angebot einfach anzunehmen und ruhig auch zu experimentieren. Es kommt ja schon viel raus, wenn man erstmal so ein paar Videos von dir sieht, ein paar Podcasts. Nur irgendwann würde ich halt raten, liebe Männer, ihr müsst halt die Kurve kriegen, ne? Und man ist einfach bei dir gut aufgehoben. Das ist schön. Ja, das ist tatsächlich auch so ein Phänomenproblem, ne? Das ist halt, dass man also es gibt ja wirklich Leute, die leben in diesen YouTube-Videos, im Podcast, ne? Also die hören sich das 2, 3 Mal an, weil die Angst davor, sich zu bewerben, so groß ist. Und das ist halt so unnötig, ne? Weil bei uns wird niemand hängen gelassen, auch wenn sich viele Leute bewerben. Es wird jeder angerufen. Es wird für jeden versucht, eine Lösung zu finden, ne? Und ja, es wäre einfach schön, wenn sich da der ein oder andere jetzt den Ruck geben könnte. Naja, letzte Frage. Große Frage. Was war das Wichtigste, was du über dich gelernt hast? Auch das Wichtigste war für mich, dass ich okay bin, so wie ich bin. Und mich nicht verstellen muss, ne?
Ja, es ist doch krass, oder? Das ist fast wie eine Therapie, wenn also das ist ja oft so ein Ziel, ne? So, dass ich okay bin, wie ich bin, so selbstwerttechnisch, ne? Wenn man das sein kann über Sexualität. Wenn ich das in der Gruppe erzähle von allen Sexualtherapeuten und irgendwie auf einer Konferenz, da glaubt mir wieder keiner. Deswegen ist gut, dass wir das Interview gemacht haben. Ich dachte gerade, ich hau auf die Uhr und dachte mir, das wird aber ein langer Podcast werden. Ja, vielleicht teilen wir es in zwei Teile. Vielleicht ist das ganz gut. Wenn ich mich noch öfter verspreche, müssen wir es in drei Teile teilen. Oh je, ich sehe schon die arme Maria, die das alles schneiden muss. Ja. Na, wir haben doch jetzt einen Videocutter. Ah. Gegrüßt seist du, Videocutter, an dieser Stelle. Genau, seit dem 1.8. Macht einen sehr guten Job. Ich bin sehr happy. Genau, Maria kann jetzt sich mehr um organisatorische Dinge kümmern und ums Telefonieren und neue Mitarbeiterinnen einarbeiten, genau. Und der Videocutter kümmert sich jetzt um die Videos und die Podcast und schneidet das alles zurecht. Und ja, genau. Gut, dass wir dran denken, wenn es noch jemanden gibt, der noch einen Job sucht und gerne telefoniert oder Domina werden möchte, dann unbedingt bewerben. Ganz unten auf der lady-penelope.com-Seite gibt es extra eine Jobseite. Genau, wir suchen nämlich verzweifelt noch nette Damen und Herren, die so einige Dinge machen. Genau. Habe ich die Kurve auch gekratzt zu dem Thema? Sehr gut. Ja, dann bin ich dir sehr dankbar, Klaus, dass du dich für dieses Interview bereitgestellt hast. Hoffentlich ist es nicht das letzte. Wir haben da ja noch Pläne. Auch wir werden uns öfter unterhalten. Genau. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Auch ich bin einfach froh, dass ich dich gefunden habe. Das ist schön. Ich bin auch froh, dass ich dich gefunden habe. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Sonst fange ich gleich wirklich noch an zu heulen. Das muss ja nicht sein. Genau. Ja, Gut. okay. Gut, dann bis bald, mein Lieber.